Hintergrund. Und ist das jetzt schon der Das Matchstart? ist schon das Match. Ich wollte gerade sagen, ja. Dann verzeiht mir bitte, dass ich das Overlay gerade nochmal neu einstellen muss. Wir stellen das Overlay ein für euch zu Hause, aber natürlich schon mal die SpielerInnen, die wir hier am Start sehen. Das ist einmal Kari, über die wir gerade gesprochen haben, gegen Prime Bakar. Baka. Wir haben ein Match aus dem ersten Split gesehen, wir haben ein Match aus dem dritten Split gesehen. Jetzt sind wir zu Gast in Pool Nummer 4. Ja, beide ebenfalls einige Matches absolviert. Da schaue ich einfach mal direkt auf den aktuellen Stand im Bracket. Ja, sieht für Kari und für Prime Bakar auch ähnlich aus. Noch kein Sieg auf den jeweiligen Konten. Auch hier haben wir die Situation, wie eben gesehen, bei Legi und Ladefehler. Motivation ist hoch, Können ist identisch. Wir sehen es hier bereits wenige Augenblicke nach Start. Viel Schaden ausgeteilt bzw. eingesteckt. Es ist wieder ein Oh. ausgeglichenes Match. Kari hier aber in Führung gegangen. Andersrum. Piranha Plant in Führung gegangen. Prime Bakar hat den ersten Stock hier auf Kari holen können. Ja? So ist es. Joker hier jetzt leicht im Rückstand. Da kann man auch mal bei den Zeitwurfs so ein bisschen in Verwirrung geraten. Aber jetzt kommt Kari hier wieder gut zurück. Ja, muss hier eigentlich nur den letzten Hit planten. Wortwitz, weil Piranha Plant. Okay, Ja, never mind. jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Der hat gebraucht, Füße Hat ein hoch. bisschen gedauert, ja. Aber ja, vielleicht hier den ersten Stock verloren, weil man sich dann doch noch mal ein bisschen gegen den Gegner warm machen musste. Aber jetzt kommt hier Kari doch richtig stark wieder Ja, zurück und nimmt hier wichtig. den Ausgleich. Sehr schön Wichtig. gemacht. Ganz, ganz wichtig, hier den Ausgleich zu holen, ohne vorher noch viel Schaden einstecken zu müssen. Hier schön ausgeteilt von Kari gegen Prime Barker. Auch natürlich der Hinweis, es ist wieder ein internationales Duell der nahen Gäste, möchte ich an der Stelle Der sagen. nahen Gäste. Luxemburg ja nicht ganz so weit entfernt. Schön, dass Sie da sind. Grüße gehen natürlich raus nach Luxemburg. Insgesamt, glaube So ich, ist sechs es. Spieler, die wir hier heute Abend begrüßen dürfen. Vier wurden auf jeden Fall schon im Chat benannt, aber es kann natürlich sein, dass noch zwei mehr da sind. Na, da hast du, glaube ich, den besseren Überblick als ich. Wir sagen ja. Wir sagen ja. Wir sagen danke, dass Sie dabei sind. Nee, genau. So, back zum Match. Da hat sich natürlich jetzt einiges getan. Ja, wir sind wieder even, will ich doch mal behaupten. Ja, beide in einem sehr hohen Schadensbereich, aber dennoch gleich auf. Das heißt, wenn man hier jetzt noch 1 gegen 1 traden kann, haben wir wirklich wieder den Ausgleich. Ja, auch wieder schön zu sehen, wie gedodged wird. Und dann setzt Prime Barker einfach mal den Griff ein. Nein, ich habe mich vertan. Es war Kari. Es war Kari, die da den Catch gesetzt hat und hier wunderschön ausweichen kann. Beide über 100% Schaden kommen jetzt tatsächlich in die gefährliche Zone. Wenn der Finisher sitzt, dann ist es die Führung. Entweder für Kari oder für Prime Barker. Leichter Vorteil jetzt seitens Kari. Wieder schön gedodged den gegnerischen Angriff. Kann ja auch schön ausweichen. Side-Roll unter dem gegnerischen Angriff durch. Prime Barker kann sich dann nochmal zurück in die Stage bringen. Und da läuft Kari in die Combo rein. Aber holt die Führung. Oh, Sie sehr holt die schön gemacht. Führung. Gut aufgepasst, gut aufgepasst. Ja, hier hat man sich wirklich noch mal lange Zeit eher beschnuppert. Aber hier kommt direkt der Konter. Aber nein, Kari lässt sich hier noch nicht rausholen. Aber hat hier noch mal ein bisschen Chip Damage landen können. Damit eine leichte Führung. Aber das heißt hier noch nichts. Es bleibt weiterhin spannend. Wer wird hier den ersten Punkt mitnehmen? Das ist noch lange nicht entschieden. Es sieht erstmal gut aus für Kari, die jetzt aber hier eine gegnerische Combo einstecken muss. Wichtig aus Sicht des Prime Barker Spielers aus Luxemburg. Ja, konnte da nochmal ein paar Prozente gut machen, muss aber aufpassen, denn Kari ist hier stark im Predicten. Kari ist drin im Match hier auf 73% angehoben beim Gegner, läuft jetzt aber in die gegnerische Combo rein, der hier direkt Kari nach außen, außerhalb der Stage werfen kann. Ja, das ist natürlich erstmal für eine solch erfahrene Spielerin kein Problem. Kommt jetzt noch zwei, dreimal zurück. Jetzt wird's aber eng, muss aufpassen. Prime Barker wartet da schon, den Out-of-Stage-Damage anzusetzen. Aber Kari macht das wieder richtig stark. Ja, da sieht man die Erfahrung beider Spieler auf Augenhöhe. Predikten sowohl ihre eigenen als auch die gegnerischen Moves. Das ist wirklich wieder ein finalwürdiges Duell, was wir heute Abend sehen. Und Olli, wir sind noch in der oder vor der K.O.-Phase. Das heißt, wir sind noch in dem Puls drin, ja?
10 und dann geht's wirklich ins Upper und Lower Bracket. Und kaum habe ich das gesagt, nimmt hier tatsächlich Brian Bakker noch den letzten Hit mit und nimmt damit mit 1:0 die Führung. Ja. Ihr habt es unten in der Kamera gesehen und das war anstrengend für beide. Das war anstrengend für beide. Nichtsdestotrotz, da gab es direkt hier den Bump. Da wird sich gegenseitig gratuliert und gefeiert für diese tolle Leistung. Aber wir hören auch im Hintergrund, das ist anstrengend. Es ist anstrengend. Höchste Konzentration. Ihr zu Hause habt es gesehen, vielleicht haben wir den einen oder anderen Gast, den einen oder anderen Zuschauer, der eventuell nicht so tief drin ist im Smash Bros. Das ist einfach unglaublich schnell. Es ist definitiv unglaublich schnell. Also Entscheidungen, die du in anderen Spielen in mehreren Sekunden oder Minuten treffen kannst, geht hier absolut gar nicht. Du musst das hier in Millisekunden machen. Auch diese Predictions, die du gesagt hast. Ich komme jetzt so ein bisschen auch aus Rocket League, das ist so eins meiner hauptsächlichen Games. Und da hast du halt nochmal Zeit, so ich sag jetzt mal den Winkel zu berechnen, wie, wo, wer fährt, damit der Ball so und so abprallt, ja, das kann man schon innerhalb von einer Sekunde oder zwei machen. Hier, keine Chance, ja, hier geht's vollkommen rein und hier muss man es in Millisekunden machen. Der andere hat den Knopf noch nicht halb runtergedrückt, da musst du schon predicted haben, das ist der absolute Oberkracher. Wir haben es ja gesehen, Kari kam out of stage wieder zurück und rollt quasi unter der gegnerischen Attack drunter durch. Ja, das musst du erstmal hinbekommen. Ich wäre schon mit zwei Knöpfen überfordert. Nein, Spaß beiseite, wir machen weiter. 1:0 für Prime Barker, Druck für Kari. Druck für Kari, verliert sie auch diese Partie, geht das Match einem Prime Barker, nochmal zur Erinnerung, beide, ja, kämpfen hier für den ersten Sieg des Abends. Kari muss jetzt hier erstmal einstecken, läuft da in Prime Barkers Combo rein, zweimal hintereinander sogar, jetzt über 118% Schaden, 119, kommt jetzt in eine gefährliche Situation hinein und da ist die nächste Combo von Prime Barker, kommt jetzt auch der Finisher-Move, nein, Kari kann da zunächst noch ausweichen, läuft dann in die nächste Combo rein, 148% Schaden und Prime Barker setzt hier den Finisher ein, jawohl, Prime Barker geht in Führung. Jetzt Kari kommt nochmal zurück, 74% Schaden ausgeteilt, 83%, ja wichtig für sie jetzt den Gegner auch ebenfalls aus der Stage rauszuhauen, schön hier die zwei Kombos gesetzt und gedodged, wunderbar stark von Kari, kann sie den Gegner jetzt rausholen, ist nichts passiert, sind beide dann wieder komplett gleich, auch wenn jetzt hier 31% Schaden auf Karis Konto stehen, macht sie das sehr gut, hat ein bisschen Tempo rausgeholt, lässt den Gegner jetzt erstmal kommen, eine Millisekunde wieder nicht aufgepasst, schon hat Kari die nächste Combo kassiert, muss jetzt unbedingt aufpassen, denn Prime Barker macht hier ungefährdet weiter, nur wenige Prozente, die jetzt auf sein Konto hinzukommen und da geht es in Richtung Out of Stage, aber Prime Barker holt den nächsten Punkt, 3:1 die Führung jetzt für ihn. Innerhalb dieses Matches. Wichtig, ganz, ganz wichtig für Kari, jetzt hier auf 2:1 zu verkürzen. Denn nochmal für euch zu Hause als Erinnerung, Kari muss diese Partie gewinnen, ansonsten ist das Match vorbei. Ja, wir haben es angesprochen, schnelles, extrem Konzentrationsspiel Smash Bros. An sich. Und wenn ihr Fragen habt, rund über oder um die Gaming- und E-Sports-Community Trier e.V., dann stellt es gerne rein in den Chat. Wir gehen auch gleich natürlich nochmal nach vorne zum Gathering und schauen uns das nochmal an, wie denn auch da der Smash Bros. E-Sport und die anderen Games mitverfolgt werden. Aber hier jetzt erstmal zurück zu Kari gegen Prime Barker. Genau, und wir sehen hier das 1:2 aktuell, Kari hier mit sehr viel Schaden, das sieht gar nicht gut aus, kriegt hier aber nochmal einen Stock, ja, definitiv sehr wichtiger Stock, um hier vielleicht doch nochmal ein bisschen Momentum rauszuholen, aber jetzt muss man wirklich höllisch aufpassen, die nächsten Angriffe gut dodgen, ja, das sieht sehr gefährlich aus, was hier gerade passiert, kommt hier nochmal rein, aber wird hier instant gehittet damit, Prime Barker nimmt sich den zweiten Punkt mit und nimmt damit auch das Best of 3. Ja, wir haben es gesehen, anfangs komplett auf Augenhöhe, auch hin und wieder zwischendurch ein
oder besser gesagt von Anfang an ein spannendes Match, aber hin und wieder leichte Unkonzentriertheiten vielleicht bei Kari, ist da in die ein oder andere gegnerische Combo reingelaufen, hat dadurch einiges an Prozent Schaden einstecken müssen. Ja, und dann... Ja, aber man kennt es. Ne? Du hast vielleicht selber zwei, drei Aktionen gehabt, wo du gedacht hast, jetzt holst du noch die dritte und vierte raus, setzt vielleicht sogar noch den Finisher-Move. Aber das ist genau dann der Moment, wo du eventuell besser den Step-Back machen solltest, denn der Gegner dodgt und haut direkt nochmal oben drauf.